Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mal mit einem Discussion-Video zu KatKD. Und zwar habe ich ja The Secret Forces, hieß es. Oder Secrets of Eternity. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, The Secret Forces. Habe ich ja Case gekauft, The Cross komplett gezogen, alles verkauft. Und das Einzige, was ich irgendwie noch übrig habe, sind halt diese Katkas hier. Könnt ihr neben mir sehen. Und irgendwie will die keiner mehr haben. Deswegen dachte ich mir, machen wir mal eine Katka-Discussion. Weil, also früher, als er rauskam, beziehungsweise als er angekündigt wurde, war er ziemlich gefragt, ziemlich beliebt. Man dachte, das wäre die nächste Tourguide. Also Tourguide ging damals 100 bis 150. Und die war halt dann auch Secret Rare. Man dachte halt, das ist der nächste große Hit. Und die ging auch am Anfang 80 bis 100, dann runter auf 60. Aber am Anfang war die schon gehypt. Und wie gehypt die war, das könnt ihr jetzt dann da sehen. Blendet das mal ein. Zeigt uns Jaffa ein bisschen. Also da könnt ihr an der Reaktion sehen, wie gehypt, gefragt die Karte eigentlich war. Und die wurde jetzt halt schon zum zweiten oder zweiten Mal, glaube ich, reprintet. Also einmal Battle Pack und jetzt dann. Und schon ein bisschen traurig, dass sie jetzt gar nicht mehr wirklich gar nicht mehr gefragt wird und auch gar nicht mehr gespielt wird. Das Format lässt es einfach nicht zu. Das ist einfach zu schnell geworden. Und ist halt schade, finde ich. Leider. Eigentlich eine sehr gute Karte vom Effekt her. Es ist plus 1. Ist halt langsam. Und man spielt die Karte leider nur noch in so. Also leider nur noch in so. Burn, Chain Burn und Nurse Burn und Exodia Decks. Und den normalen Decks hat die leider nichts mehr zu suchen. So, der Effekt ist, erklären wir erstmal den Effekt. Der Effekt ist, es kann nicht gespecialt werden und während deiner Main Phase 1, falls diese Karte normal beschworen wurde, diese Runde, kannst du sie opfern und dann zwei Karten ziehen. Aber dann musst du automatisch in die Endphase gehen und du kannst in dieser Runde nicht specialen. Sprich, eigentlich kannst du nur die Karte beschwören, zwei Karten ziehen und dann deinen Zug beenden. Also kannst du sogar mit den Karten, die du dadurch ziehst, in dieser Runde nichts machen. Also eigentlich vom Effekt her sehr gebalanced, aber leider nicht stark genug für dieses Format. Die Karte wurde halt am halt Anfang am mit Anfang Top of mit the Top Gear 4 verglichen verglichen und und man man dachte dachte eigentlich eigentlich sicher, sicher, dass dass die die in in jedem jedem Deck Deck spielbar spielbar ist ist oder oder gespielt gespielt werden werden sollte. sollte. Aber wie ihr Wie ihr sehen sehen könnt, könnt, hat sich hat das sich Spiel das so Spiel so schnell schnell entwickelt, entwickelt, also so also so entwickelt, entwickelt, dass dass es es so so schnell schnell ist, ist, dass dass der der Effekt Effekt gar gar nicht nicht mehr mehr nützlich nützlich ist, ist, sag sag ich ich mal. mal. Und Und das das war war eigentlich eigentlich auch auch so so eine eine Karte, Karte, die die in in jedem jedem Deck Deck spielbar spielbar war, war, also also jedes jedes Deck Deck supporten supporten konnte. konnte. Und Und wie ihr wie ihr sehen sehen könnt, könnt, sind sind die die Decks Decks momentan momentan so so broken, broken, so so über, über, dass dass die die das das gar gar nicht nicht mehr mehr brauchen. brauchen. Also Also die die haben haben ihre ihre eigenen eigenen Search-Karten, Search-Karten, ihre ihre eigenen eigenen Engine-Karten. Engine-Karten. Und Und diese diese allgemeine allgemeine Katka, Katka, die die zum zum Beispiel Beispiel brauchen brauchen die die halt halt gar gar nicht. nicht. Was Was halt halt übertrieben übertrieben ist. ist. Der Der Nachteil Nachteil der der Karte Karte ist ist halt, halt, dass dass es es einen einen Normal-Summon Normal-Summon wegnimmt wegnimmt und und man man in in dem dem Zug Zug nicht nicht specialen specialen kann. kann. Decks Decks momentan momentan sind sind halt halt alle alle auf auf Special. Special. Und Und die die Normal-Summon Normal-Summon ist ist auch auch relativ relativ wichtig. wichtig. Zum Zum Beispiel Beispiel Burning Burning Abyss Abyss Tourguide, Tourguide, Normal-Summon Normal-Summon oder oder Necros, Necros, die die Senju-Manju-Hände, Senju-Manju-Hände, ist ist momentan momentan wahrscheinlich wahrscheinlich einfach einfach nicht nicht spielbar. spielbar. Weil Weil jedes jedes Deck Deck auf auf Special Special Summon Summon aus aus ist, ist, deswegen deswegen ist ist Vanity's Vanity's Emptiness Emptiness ja ja auch auch so so gut. gut. Und Und falls falls das das Format Format irgendwann irgendwann mal mal wieder wieder langsamer langsamer werden werden sollte, sollte, dann dann ist ist die die Karte Karte auf auf jeden jeden Fall Fall ein ein Top-Kandidat. Top-Kandidat. Ja, Ja, Leute, Leute, das das war es war eigentlich es auch eigentlich schon auch wieder. schon wieder. Kleine Kleine Diskussion Diskussion zu zu Katka, Katka, weil weil ich ich leider leider die die nirgendwo nirgendwo sehe, sehe, dass dass sie sie gespielt gespielt wird wird und und auch auch gar gar nicht nicht gefragt gefragt ist, ist, obwohl obwohl die die eigentlich eigentlich einen einen relativ relativ guten guten Effekt Effekt hatte hatte und und ich ich halt halt eigentlich eigentlich noch noch mit mit ihr ihr eine eine krasse krasse Karte Karte verbinde, verbinde, aber aber sie sie es es leider leider nicht nicht wirklich wirklich ist. ist. Ich hoffe, Ich es hoffe, hat es euch hat euch gefallen, gefallen, wie wie immer. immer. Liken, Liken, subscriben, subscriben, kommentieren, kommentieren, unsere unsere anderen anderen Videos Videos abchecken abchecken und und ciao. ciao.